Ja, Leute, willkommen zu der Ekel-Challenge. Ihr seht, wir haben das hier alles aufgebaut. Ja, zeig mal den Teller bitte. Hier, Salsa, Tomatenmark, Senf. Genau. Ist gut. Dann haben wir hier einmal Plätzchen mit Füllung, mit Creme. Ja, hier mal Schokokeks. Schokokeks mit Creme. Ja, und die Leidensdinger, die Käsebälle. Pappkäsebälle von gestern. Genau. Und ja. Ja, ich würde sagen, Nein, ich trau mich gar nicht. Bitte, fang an. Na, mach du. Ich soll anfangen? Ja. Ich fange mal an mit den Käsebällen. Ich sag jetzt schon mal, wenn ich heute Abend Bauchschmerzen habe, ich übernehme keine Haftung. Alter, die Hunde, die gehen mir gerade auf den Senkel. Wie auch immer, wir fangen an. Wir müssen abbeißen, wieso? Weißt du auch wieso? Wir haben ja nicht so viele. Das heißt, jeder muss ja einmal alles probiert haben mit allem. Und dafür hast du ja mehrere Bälle und mehrere Sachen drin. Nein, nein. Du kannst da hingehen und kannst da alle... Du musst mit jedem alles probiert haben. Das sagte ich eigentlich von jedem 6 Stück. Egal, ich beiß mal ab. Ich probiere das mal mit der Salsa-Soße hier. Also das kann man gut machen, Leute. Ja? Ohne Witz, da schmeckt man den Käse nicht so extrem. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut, das kann man wirklich machen. Mhm. Schmeckt man nicht so die Pappe da draus. Genau, wollte ich gerade sagen. Okay, nächste ist Tomatenmark. Gucken wir mal. Machst du mal ab, bis ich das mache? Ja. Doch, kann man doch auch eigentlich machen. Mhm. Ich finde da bis jetzt noch gar nichts irgendwie Ekelhaftes dran. Mhm. Okay, ist vielleicht auch nur, weil es Käsebälle ist. Ist vielleicht was anderes. Komm, dann mach ich jetzt mal den Senf. Den Senf machen wir auch mal hier. Das ist ja der letzte. Machen wir den mal rein hier. Geht aber auch nur einigermaßen. Okay, mit Senf ist schon ein bisschen ekelhaft. Mit Senf ist ekelhaft, Leute. Okay, die Dinger haben wir jetzt abgeschlossen, die Käsebälle. Ja, ist, oder? Zeig ich auch mal noch meine GoPro hier. Käsebälle sind leer. Ach, die läuft ja auch noch, die GoPro da in der Ecke. Warte, da wo meine Hand ist gerade. So, na, erstmal habe ich. Diese Schokokekse hier, wie ihr sie sehen könnt. Sieht da schön saftig. Boah, na, passt nicht zur Schokolade, Leute. Nein. Boah, Alter. Okay. Nimm mal ein bisschen Tomatenmark. Die Salsa passt echt nicht. Tomatenmark. Oh, ist ja noch ekelhafter. Ja. Okay, ja, das ist definitiv pervers. Mit Schokolade kannst du das nicht essen. Das ist ja richtig pervers. Oh. Okay, aber mit Senf kannst du definitiv auch nicht essen. So, da haben wir nur noch 3 Stück drin, die sind schon mal für mich. Ja, lass doch mal. Ja, die haben wir jetzt auch erledigt, also. Ne? Jetzt fängst du wieder an. Fang ich wieder an. Du nicht stehen lassen. Mit den Dingern hier, mit diesen quadratischen Plätzchen hier. Boah, ey. Wenn ich schon dran denke, ja. Okay, die gehen mit Salsa, die sind geil mit Salsa. Aber nicht ständig, Robin, nein. Ja, okay. Okay, jetzt wird's hier gelaufen. Tomatenmark. Boah. Das geht mit Tomatenmark. Jetzt kommt der perverseste. Das ist echt der perverseste, der Senf. Senf, ja. Leute, tut einem gut eingefallen, macht mit mich nach. Leute. Alter, das ist so ekelhaft. Macht es bitte nicht nach. Mit dem Senf ist echt ekelhaft, Leute, glaub ich mir. Aber davon ist mir sein. Mit der Salsa. Ja, Leute. Das war's. Lecker. Von dieser Challenge. Mhm. Wenn es euch gefallen hat, wir überlegen uns für die Bestrafung, was das nächste Mal, wenn er da ist, überlegen wir uns das und dann seht ihr es das auch. Da haben wir jetzt überhaupt keine Bestrafung für festgelegt, da hat ja keiner verloren. Nö, naja, können wir trotzdem irgendwas überlegen. Nur mal gucken was. Nochmal eine Fress-Challenge, aber mit anderen Sachen. Ja, genau. Also, ihr seht's dann, wenn... Wer traut sich Knallerbsen zu fressen? Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen hoch. Däumchen nach oben, ich hoffe es hat euch gefallen. Und, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Einblenden, bitte nicht nachmachen. Genau. Bah.
Tschüss. Tschüss.